Die Ausstellung heißt Von weit weg sieht man mehr. Eine Ausstellung von zwei Positionen, die wir einander gegenüberstellen. Einerseits ist es die Ingrid Wiener, eine Künstlerin, die wir natürlich schon lange kennen, die schon mit der Wiener Gruppe ihre Bekanntschaft gemacht hat und Österreich sie, das heißt schon lange auch, sieht als Textilkünstlerin, als Musikerin, als Sängerin, als, aber auch als Malerin und sogar als Köchin. Und auf der anderen Seite stellen wir Martin Roth gegenüber. Martin Roth, der sich mit der Ökologie auseinandersetzt, dem Begriff von Natur und Kultur und dazu Landschaften baut, die tatsächlich leben. Was die beiden zusammenbringt, ist auch dieser Blick auf einen Prozess. Die Zeitlichkeit ist ein ganz wesentliches Element, das beide Positionen stark verbindet. Bei Martin Roth ist es etwas ganz Wichtiges, das Wechseln der Position und das Einnehmen der Position des anderen, der vielleicht nicht sprechen kann, das Tier zum Beispiel oder ein Organismus, das zu seinem Material wird, aber diesem Material gibt er eben auch eine Stimme. Hauptsächlich bin ich am Gobelin weben. Und das ist etwas, was mir sehr gut tut. Also mache ich es halt gern und viel, wie man sieht. Und außerdem mache ich auch noch Aquarelle. Wenn ich träume und wache dann auf, dann schreibe ich mir schnell auf, was ich geträumt habe und mache dann sozusagen Aquarelle draus. Weil mich das schon sehr interessiert, wie das überhaupt ist mit dem Träumen. Was ich an diesem Werk, das wir hier im Hintergrund sehen, noch hinzufügen möchte, ist, dass Ingrid Wiener hier etwas sehr Banales, nämlich ihren ganz banalen Alltag, mit dem abenteuerlichen Leben dieses Polarforschers verknüpft. Und das auf eine faszinierende Art und Weise, weil sie einfach diese Landschaften, über die sie auch geflogen sind und die man auch da in diesen Fotos sieht, verknüpft. Weil die beiden die gleichen Orte besucht haben und sie ist draufgekommen, dass der Ellsworth genau dort war, wo sie auch war. Und diese Vermischung von ihrem eigenen ganz alltäglichen Leben und dem abenteuerlichen Leben des Polarforschers finde ich einen sehr faszinierenden Zugang.